herzlich willkommen hier bei mir auf dem grünen Sofa. Dankeschön, ich freue mich, ist sehr spannend. Ja, total. Und ich würde auch gerne gleich das erste Stichwort Female Leadership einbringen. Führen Frauen wirklich anders und wird die Welt mit Female Leadership zu einem besseren Ort? Ich muss so ein bisschen provokant fragen, das sind hier journalistische Fragen. Das ist schon in Ordnung. Also ich denke, die erste Frage kann mit Ja beantwortet werden, aber nicht kategorisch. Es gibt auch Frauen, die, wo man vielleicht klassisch sagen würde, einen männlichen Führungsstil an den Tag legen. Es gibt aber auch Männer, die vielleicht eher einen weiblichen Führungsstil an den Tag legen. Insofern ist es so die Frage für mich immer, ist es wirklich Männlein oder Weiblein oder ist es einfach anders? Ein bisschen anders, ein bisschen empathischer vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Und ich, auch wenn sich das lustig anhört, ich denke, so gibt es sogar vielleicht noch einen Unterschied Mutter, Vater oder eben nicht. Na, das ist mal so die Frage, denn man ist ja zu Hause auch eine Führungskraft und wie man da dann halt agiert. Und das ist dann die Frage, ob man sowas dann mit in den Alltag, in den eigentliche Führungskultur mit reinbringt oder eben nicht. Also insofern würde ich sagen, jein. So würde ich das eigentlich sagen. Und für mich ist der Mix einfach wichtig, total wichtig. Ich merke es jetzt auch, wobei ich weiß natürlich nicht, wie der Führungsstil jetzt 100% vorher im ITZ-Bund gewesen ist, bevor ich kam. Aber ich merke, dass wir drei im Direktorium doch da wirklich sehr gut funktionieren, dass ich meine Kollegen ein bisschen beeinflussen konnte und die mich aber auch. Also dass es wirklich dann eine gute Ebene geworden ist, und dass dann die Mischung es einfach tut, ja. Sie haben ja persönlich auch zahlreiche Erfahrungen aus dem internationalen Umfeld. Was ist da so die Kultur, auch vielleicht in Bezug auf Leadership, die Sie am meisten beeinflusst hat? Und wie bringen Sie das auch im ITZ-Bund ein? Also ich war ja in der Schweiz und ich war in Amerika, im Silicon Valley. Und in Deutschland, aber auch selbst Deutschland an unterschiedlichen Industrien, unterschiedlichen Bereichen. Das ist auch wieder, ne, ich war 10 Jahre für die BWI tätig. Das heißt, Bundeswehr ist natürlich auch wieder was ganz anderes. So, die Schweiz ist natürlich sehr, sehr traditionell. Und da muss man dann aber auch wieder dazu sagen, wann war ich in der Schweiz? Von 99 bis 2005. Und da war ich schon ziemlich exotisch als Frau in einer Führungsposition. Das habe ich aber auch gemerkt. Und was habe ich da gelernt? Da habe ich eigentlich vieles gelernt, wie ich immer so sage, was ich nicht lernen wollte, aber aus den Negativbeispielen sehr viel gelernt habe, so will ich das nicht haben. Und ähnlich in Amerika. In Amerika habe ich viele tolle Sachen. Ne? Also erstmal natürlich ist die Kultur ganz anders. Als ich zurück nach Deutschland kam, musste ich erstmal lernen, wie sitze ich jemanden? Wann sitze ich jemanden? Wann kann ich denn jemanden duzen? Das war ich überhaupt nicht mehr gewohnt. Und das macht aber auch sehr viel in der Führungskultur aus. Wie sprechen wir uns gegenseitig an? Das war natürlich in Amerika etwas einfacher. Aber auch da muss man gut schauen. Es ist immer alles, ja, ja, machen wir, schön, schön, schön. Leute drehen sich um und machen leider genau das Gegenteil. Muss man sehr gut hinschauen, wie dann ich auch gemanagt worden bin. Und da habe ich natürlich am meisten von gelernt. Auch da leider oftmals die Negativbeispiele, wo ich dann gelernt habe, nee, so will ich das nicht machen. Und daraus habe ich mir dann meinen eigenen Führungsstil dann auch kreiert. Genau. Wie machen Sie es denn im ITZ-Bund? Muss ich jetzt mal ganz neugierig fragen. Ja, wie mache ich es im ITZ-Bund? Ja klar, ich bin die Vizedirektorin. Ich bin manchmal ein bisschen überrascht über Reaktionen darauf. Oh je, die Vizedirektorin. Ich versuche das, freundschaftlich ist nicht das richtige Wort, aber trotzdem kollegial. Ich arbeite halt mit. Na klar, irgendeiner muss die Richtung vorgeben, aber ich lasse mir auch sehr gerne eine Richtung erklären, wo es denn hingehen soll und dann abwägen kann, da lang ist am besten. Ich habe nicht die Weisheit mit, ne, und so weiter, sondern das müssen wir alles gemeinsam machen und da brauche ich die Beratung meiner Kollegen, meiner Mitarbeiter, um dann selber dann eine Richtung auch vorgeben zu können. Also ich kann es nur sagen, ich habe im ITZ-Bund unheimlich viel Spaß. Ich hoffe, dass die meisten mit mir auch einigermaßen Spaß haben. Aber da will ich jetzt gar nicht Fishing for Compliments machen, sondern läuft wirklich auf eine sehr kollegiale Ebene. Trotzdem gibt es Momente, wo ich dann, die gibt es nicht sehr oft,
Und da sage ich immer Subjekt, Prädikat, Objekt, da muss aber auch eine klare Ansage kommen. Glücklicherweise brauche ich das nicht oft zu machen, sogar sehr selten, aber dann kommt es auch. Vielleicht lenken wir den Blick nochmal auf eine andere Perspektive des Arbeitens. Corona hat ja sehr viel verändert in der Arbeitswelt, auch zu neuen Konzepten geführt. New Work ist ja ein Schlagwort, unter dem sich viel subsumiert. Wie handhaben Sie das im ITZ-Bund? Wo sehen Sie Risiken, wo sehen Sie Chancen für flexibles Arbeiten? Also erstmal bin ich sehr glücklich darüber, wie wir es handhaben. Wir handhaben das wirklich sehr flexibel. Wir haben gute Konzepte erstellt. Wir haben, unsere Kollegen können teilweise 5 Tage die Woche zu Hause arbeiten oder 3 Tage und 2 Tage ins Büro kommen oder umgedreht. Oder wenn jemand gerne 5 Tage ins Büro kommen möchte, soll er das bitte tun oder sie. Na, das ist halt auch immer, wir können uns da wirklich sehr gut anpassen. Das finde ich sehr positiv, was uns auch immer wieder zurückgespiegelt wird. Ich merke aber auch, dass ich niemanden überreden muss, ins Büro zu kommen. Denn hin und wieder, ne, ich sage immer so, bei mir im Büro, große weiße Wand und dann machen wir ein Brainstorming und schauen, wie wir Lösungen finden. Und da sind dann schon viele Mitarbeiter oder Kollegen auch wirklich dankbar, ja, wir setzen uns zusammen. Also es ist schon sehr locker, aber jeder hat es soweit verstanden, jedenfalls meine Wahrnehmung. Wenn wir ins Büro wollen müssen, dann gehen wir auch ins Büro. Und ähnlich handhabe ich das ja auch. Wenn ich Besuch bekomme in meinem Büro oder wenn es vor Ort Besprechungen bin, habe, null Diskussion, sind wir halt im Büro. Wenn ich aber den ganzen Tag nur mit Telcos im Kalender habe, dann bleibe ich zu Hause und mache das von zu Hause. Also insofern läuft das schon gut. Es gibt natürlich einige Jobs, die kann man nicht von zu Hause machen. Geht leider nicht. Aber auch da haben wir eine gute Regelung gefunden, denke ich. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Oh, gerne. Schon vorbei. Dankeschön.